Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Decide, bei dem Projekt, wo ihr entscheidet, was gemacht wird. Alles. Und ja, der Kommentar mit den meisten Upvotes, mit den meisten Likes, ist von Frozen Hunter. Installiere den Tinkers Construct Mod und einen Backpack Mod. Ab sofort darfst du nur noch Werkzeuge, Waffen aus diesem Mod verwenden. Außerdem, cheat dir die 27 Chance Cubes, baue sie in einen Würfel auf und baue den riesen Chance Cube ab. Und ja, Tinkers Construct Mod gibt es da irgendwie nicht in meiner Liste, auch bei allen möglichen Mods. Das ist anscheinend irgendwas auch Unterschiedliches mit was anderem. Aber ich habe zwei Backpack Mods gefunden, die habe ich einfach mal hinzugefügt. Und ja, jetzt können wir uns ganz krass Backpacks machen. Auf jeden Fall sollen wir uns erstmal ein paar Chance Cubes cheaten. Und wir werfen erstmal dafür ein Item weg. Und das wird sein. Was nehmen wir? Ist ja gerade was voll weggegangen. Egal. Wir schmeißen ein bisschen Chicken weg und geben ein slash give weepain v. Wir haben noch keine Rechte. Oh, Hex. Slash give weepain v. Chance Cubes. Chance Cubes. Und wir sollen 27. Zack. Und jetzt haben wir 27 Chance Cubes und gehen am besten erstmal auf eine freie Fläche. So, wir haben jetzt mittlerweile... Oh Gott, ist das dunkel. Wir haben jetzt mittlerweile dann tatsächlich 4 Freitode, wegen der Backpack-Mod, auch wenn die jetzt nicht so krass gefährlich ist, aber dadurch haben wir natürlich wieder einen Freitod gewonnen. Und wir suchen jetzt erstmal hier eine super Stelle. Oh nie. Um den Chance Cube hier hinzustellen, und ich schlage vor, wir machen das einfach mal hier hin. So, einmal zack, 3 Stück. Und nochmal hier oben 3 Stück. Ich darf mich nicht verbauen, weil sonst müssen wir den Block abbauen. Das ist nicht so gut. Und jetzt wird es Zeit für den letzten Block und zack. Jetzt haben wir einen riesen Chance Cube, den wir abbauen müssen. Und wir schauen einfach mal, was jetzt passiert. Warm. Oh Gott. Okay, ich habe ihn abgebaut. LOL. 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 Ist das gut oder schlecht? Ich glaube, das ist gut, oder? Sind jetzt hier viele Erze aus dem Boden gekommen, oder wie? Ja, das ist ja mal richtig gut. Und ich habe gerade einfach mal den Zombie gekillt, obwohl ich nicht weiß, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Hey, gratis Erze. Warum nehmen wir den nicht mal mit? Oh, hier kommen immer mehr Viecher. Nicht schön. So, ich schlag vor. Das bauen wir erstmal ab, Leute. So, nehmen wir ein bisschen mal Stein und bauen uns hier hoch. Und gönnen uns das ganze gute Zeugs. Leute, als ob wir jetzt einfach so richtig viele Erze geschenkt bekommen haben. Das ist ja mal mega geil. Und ich glaube, um Erze brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Yo, schaut euch das mal an. Ich glaube, ich weiß, was ich diese Episode machen werde. Kennt ihr noch Phineas und Ferb? Da hieß es doch auch immer. Phineas, ich glaube, ich weiß, was wir heute machen werden. Das ist ungefähr genau die gleiche Situation gerade. Und ich muss dann gleich unbedingt Platz im Inventar machen. Für die ganzen Items. Leute, geht es jetzt bis nach ganz oben, oder wie? Jo, wir werden so viel Zeugs haben, das wird krass sein. Ich baue mich einfach mal hier jetzt rein. So, da ist noch genug Platz. Den Emerald haben wir. Wir dürfen jetzt hier nicht runterfallen. So. Auf wie geht's? Eisen haben wir ja keinen Platz. Das heißt, wir schmeißen einfach mal Feuerzeug weg. Gold haben wir auch noch keinen Platz mehr für. Ich schmeiß einfach mal das Schweinefleisch weg. Oh, das ist nicht so gut, dass wir nicht sehen, was da jetzt noch auf uns zukommt. So. Dann, aber wir schmeißen einfach nochmal ein Item weg. Komm, Äpfel. Und Redstone haben wir noch genug. Das heißt, das kann ich einfach so abbauen oder bedenken. Nur Diamanten müssen wir auf jeden Fall achten, dass wir da... Lapis? Lapis auch. Redstone weg, Lapis her. So, Quarz brauchen wir sowieso nicht. Aber Emeralds, Kohle und Lapis und so. Das können wir alles gebrauchen. Gold, alles super. Und da sind wir auch schon bei den Diamanten. Ich schmeiß mal einfach das Birkenholz weg. Wer braucht schon Birkenholz? So. Und wir gönnen uns auf jeden Fall richtig hart die Erze. Hey, voll der gute Chance Cube. Ich sollte das öfters machen. Einfach mal so fette Chance Cubes öffnen. Die können zwar vermutlich dann meine Welt komplett zerstören.
Aber so finde ich das gar nicht schlecht. So, und da ist jetzt letzte Episode. Hieß, ich soll mein Haus abfackeln. Gehe ich da jetzt mal wieder zurück und schaue, ob das denn noch existiert. Wenn wir sonst nichts Großartiges machen müssen. Die Bedingung, dass ich jetzt hier halt die eine Mod nur verwenden darf, ist halt irgendwie blöd, da ich die gar nicht installieren konnte. Und wie viele Dias? 18 Dias. Ultra gut. Dementsprechend lasse ich das mal raus, weil sonst dürfte ich einfach nichts mehr verwenden. Ich markiere hier mal mir eine Stelle, weil ist schon geil einfach. Hier, Waypoint New Erze Tower. Safe. Okay, close. Und jetzt müsste hier, genau, hier ist ein Erze Tower. Sehr gut. Jetzt ist es auf jeden Fall auch mal notiert, weil falls wir irgendwas brauchen, zum Beispiel Lapis für irgendwelche Sachen, können wir uns die einfach mal da holen, ne? So, gibt's ja noch irgendwelche Erze-Tower? Ja, da ist noch einer, sogar mit Diamanten. Die finde ich jetzt ziemlich praktisch eigentlich wegen die Diamanten nur. Sonst brauche ich die überhaupt nicht. Ja, guckt euch das an, Leute. Wie geil ist das denn? Wir werden reich beschenkt. Die Dias will ich noch haben. Nur noch die. Und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Komm schon. Zack. Geil. Wie viel haben wir jetzt? 23, das genügt auf jeden Fall für ordentliches Zeugs. Dann machen wir uns erstmal auf den Weg nach Hause, da, Home Sweet Home. Und ich mache mir aber eben schnell ein Bett, weil ich keinen Bock habe, jetzt nichts zu sehen, weil dieser Hardcore Darkness ist halt schon ziemlich ätzend, was sowas angeht. Komm schon, bevor der Zombie mich weghaut. So, ich darf jetzt vor allen Dingen nicht mehr sterben. Wäre ziemlich ärgerlich mit dem ganzen Zeugs. So. Machen wir uns auf den Weg, und zwar in die Richtung. Bett baue ich ab, damit, wenn ich sterben sollte, auch bei meinem Haus spawne. Und nicht unbedingt... Warum habe ich Speed? Weil ich diesen Glean gekillt? Warum habe ich Speed? Warum habe ich Speed? Weil ich diesen Glean getötet habe? Oder warum? Ich habe Konstant Speed 2. What? Oh, Chance Cube. Time to farm. Okay, nehme ich mal mit. Da vorne ist noch einer. Oh, wir riskieren so zu sterben, ne? Das ist krass. Wow, only one useful things around. Let me give you a helping hand. Was war das nochmal? Ich weiß es nicht. Ich sollte eigentlich diesen Chance Clip nicht öffnen, weil ich glaube, einer der Sachen ist möglich, dass einfach mein Inventar gelöscht wird. Und hier ist wieder der Gast. Hier irgendwo ist der Gast. Ich weiß nicht, wo er ist. Es steht auch kein Name. Aber okay. Ist, glaube ich, dieser eine rote Punkt, der da war. Das war der Gast. Ich habe auf jeden Fall Speed 2. Das ist geil. Würde ich öfters haben. Lag das jetzt an dem Chance Cube oder weil ich diesen Glean getötet habe? Irgendeine Anspielung für... Achso, ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber daran können wir uns hier noch erinnern in der letzten Episode. Chance Cube geöffnet und das halt ist einfach rausgekommen. Da könnten wir eigentlich hier Magma-Creme farmen, ne? Ach, wir behalten uns die einfach mal im Kopf, dass die da sind. So, guten Tag, Mr. Schweine. Ich brauche ich eigentlich nicht mehr erstmal, weil ich noch genug Essen habe und alles. Gibt's irgendeine Ocean-Mod? Ich finde, Ozean sollte eigentlich, also das Meer bei Minecraft sollte mal ein bisschen verändert werden, weil das so ein bisschen ziemlich langweilig ist. Und sollte echt halt so gemacht werden, zum Beispiel auch so, je tiefer es geht, desto dunkler wird es und man braucht halt echt diese Night Vision, um überhaupt unter Wasser was sehen zu können und man sollte irgendwelche Gefahren, so finde ich, noch in der Dunkelheit unten haben. Ebenso wirklich Haie, tatsächlich in Minecraft, fände ich gar nicht schlecht, um das Meer halt so ein bisschen bedrohlicher zu machen. Ich finde, Meer ist einer dieser Sachen, die findet man immer richtig bedrohlich, weil diese Tiefe und es geht so weit runter, das ist für mich persönlich, wäre es ein Horrorszenario in dem Meer irgendwie ausgesetzt zu sein, in so einem Ozean oder so, das finde ich halt richtig enorm krass, das wäre eine meiner Albträume. Aber da sind wir auch letzte Episode echt weit gekommen, dafür, dass wir jetzt so lange rennen müssen. Okay, wir haben halt Speed 2 jetzt, das heißt, es geht noch ein bisschen schneller tatsächlich, aber ich weiß halt echt nicht, woher haben wir Speed 2. Aua, das war nicht so gut. So, da vorne ist unser Haus. Mal gucken, ob es noch steht. Sehen wir ja jetzt. Und...
Oh. Das hat auf jeden Fall ordentlich was abbekommen von dem Feuer. Ja, okay, müssen wir dann halt mit der Zeit jetzt nochmal ein bisschen aufbauen. Aber wir sind zurückgekommen mit mehr Stuff denn je bevor. Und ich hoffe, es wird nicht wieder so einen Kommentar geben. Irgendwie über einen Hausabo oder sonst irgendwas. Und dass wir hier wieder friedlich weiterleben können, Leute. Das ist doch das, was viel besser ist. Friedlich weiterleben, Leute. Das heißt, schreibt keinen Bullshit in die Kommentare, dass sowas entsteht. Wir wollen hier vernünftig leben, ja. Waren das jetzt Karotten oder Kartoffeln? Okay, waren Kartoffeln. Hätte ich Kartoffel, also war unnütz, dass ich die einfach so stehen gelassen habe. So, dann tun wir das ganze Stuff mal wieder rein. Und tun schnell unser Haus reparieren. Und dann war es auch mit der Episode. Und dann können wir eventuell in der nächsten Episode ein Enchanting Table machen. So, da haben wir Oakwood. Verkraften wir einfach mal die Hälfte davon und reparieren damit erstmal unser Häuschen. Haben wir denn noch Half Slabs? Ja, haben wir auch noch. So, gehen wir mal schnell hier hoch. Und das ist eigentlich recht simpel, wie man das repariert. Einfach hier alles mit Holz wieder füllen. Und da brauchen wir sogar tatsächlich noch normales Holz. So, und einfach hier komplett durch. Achso, wir hatten ja noch gar nicht die Tiefe vom Dach gemacht. Das Dach hatten wir noch gar nicht so krass weitergebaut. Dass es eigentlich gut aussehen würde. Deswegen müssen wir das gar nicht so krass reparieren mit Half Slabs und alles. Naja, weniger Arbeit für uns auf jeden Fall. So, noch ein paar Oak Planks. Ja, so, zack. Und hier wieder ein Fenster hin. Und das sieht doch eigentlich schon wieder ganz okay aus. Haben wir das Ganze auch wieder repariert, obwohl wir noch keine Fenster drin. Warum sind ja keine Fenster drin? Keine farbigen. Oh, wir hatten kein Knochenmehl mehr, nehme ich an. Ja, wir hatten kein Knochenmehl mehr. Gut. Dann war es aber auch mit dieser Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und wie immer, schreibt einen Kommentar in die Kommentare. Und der Kommentar mit den meisten Likes wird genommen, egal was es ist, es sei denn so irgendwas Krasses oder irgendwas Unmenschliches. Bitte achtet darauf, dass es die Mod auf jeden Fall in dem Programm Twitch gibt. Und ja, der Kommentar mit den meisten Likes nach 24 Stunden wird genommen. Damit danke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ruhig eine positive Bewertung da. Und sage tschö, bis dann und man sieht sich.